Hallo. Herzlich willkommen. Wir sind evakuiert. Das hast du schön gesagt. Wir sind gerade in Sarasota. Mhm. Wir haben Pizza, wir haben Internet, wir haben Strom. Noch. Nee, das ist schon. Da muss das. Uns geht's richtig schlecht hier. Nein, also es ist jetzt. Haben wir heute Pizza. Freitag? War es Freitag oder Samstag? Was ist denn heute für ein Tag? Ja. Samstag, heute ist immer heute noch. Heute Samstag, ja. Heute ist immer noch Samstag. Ungefähr 3. Ja, 15 Uhr. 15 Uhr Ortszeit. Mhm. Und sind wir zwei Bekannten. Wo es echt am sichersten ist. Oder sicherer als bei uns am Haus. Und der Upload ist besser. Und der Upload ist besser. Nein, und das zieht jetzt. Wir überspringen jetzt quasi Pavilov. Mhm. Eigentlich machen wir immer so einen Tag, einen Tag, einen Tag. Aber jetzt durch Hurricane dachten wir uns, wir nehmen jetzt den letzten Tag, also Freitag, und ein bisschen vom Donnerstag und heute Samstag, also 3 Tage in einem. Und sind dafür aktuell und können jetzt noch raushauen, weil wir wissen nicht, wann der nächste Tag ist, wo wir Internet haben, weil wahrscheinlich werden wir heute kein Internet mehr haben. Das heißt, ich schneide den hier eben noch fertig, Daniel guckt auch mal gleich rüber. Dann hauen wir direkt auf YouTube. Das seht ihr dann jetzt quasi. Ja. Und Hashtag Zeitblase. Nee, das machen wir nicht. Das wäre eine Dulli-Blase oder irgendwie sowas. Genau. Und aus diesem Grund jetzt alle Vlogs ein bisschen durcheinander gemischt, aber immer noch für euch dann halt punktaktuell. Genau, ihr kriegt dann halt, keine Ahnung, die anderen Tage, die sind jetzt ein bisschen durcheinander gemischt, aber wir machen dann jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir tun einfach bei den nächsten Tagen, als ob sie hier nachpassiert sind. Das werdet ihr aber gar nicht merken. Mhm. Scheiße, das müssen wir rausschneiden. Ist okay. Ja. Naja. Wird gerade rumgereift wie so ein Jolly, ne? Oh, ein Verbrüchler. Gut, das ist ein guter Stopp, Digga. Ist gar nicht so schlecht. Was habt ihr geholt noch? Kurz bevor wir geschlossen haben. Auftaupizza, ohne Scheiß, die ist zwar fucking teuer gewesen. $6 hat die gekostet, glaube ich. Aber. Einfach die günstigste für $6. Das ist die günstigste gewesen. Und die, wenn du. Also in manchen Pizzabuden kriegst du schlechtere Pizza als das hier. Auf jeden Fall. Und die haben wir selber aus dem Ofen tiefgefüllt, quasi. Ja, heute Morgen noch. Auf Ration quasi noch aufgetaucht. Das ist echt so. Und in den Ofen geklopft, warm ins Auto gelegt. Und jetzt schmeckt es richtig geil. Ja. Ne, wir schneiden jetzt hier eben noch das fertig. Das seht ihr dann jetzt gleich, was danach kommt. Ich weiß gar nicht, machen wir das davor oder danach, was wir jetzt gerade sagen. Das können wir eigentlich also ganz nach vorne machen. Genau, also ihr seht jetzt gleich, was die letzten Tage und Stunden hier passiert ist. Genau, ihr seht jetzt quasi die letzten 3 Tage. Und dann seht ihr am Ende nochmal jetzt. Nicht wahr? Hallo Zukunft, Daniel. Hallo Zukunft, Daniel. Immer noch genauso hübsch wie vorher. Da sind wir auch schon wieder im Auto. An einem wunderschönen, sonnigen Donnerstag. Habe ich gelernt. Heute ist Donnerstag, noch nicht Freitag. Und es ist quasi wirklich so schön draußen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass eigentlich übermorgen hier ein Hurricane ankommen soll. Was hast du? Also ich hab Bock. Ich bin geil. Bin so aufgeregt. Ich glaube, da passiert nichts. Also wir sind beide noch, wir sind alle noch sehr skeptisch, was hier wirklich passiert. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es in den Medien breiter getragen wird oder breiter getreten wird, als es wirklich nachher im Endeffekt ist. Man muss sich halt auf alles drauf einstellen. Ne? Also ja, Survival-Modus. Walking Dead, aber ohne Zombies. Richtig, deswegen holen wir uns jetzt erstmal Macheten. Nein, das ist gelogen. Wir fahren zu Publix, um das scheiß Video hochzuladen. Und Bier. Und Bier. Stimmt. Hast du gesehen, wie wenig Bier wir nur noch haben? Das ist echt so. Eigentlich müssen wir noch einen Kanister Bier holen. Also, ich wäre wirklich dafür, dass wir nochmal Bier holen, weil ich glaube, das Einzige, was wir brauchen. Wir haben vorgestern diese 24er-Packung geholt, ne? Ja. Die ist jetzt einfach mal fast weg. Ja, aber wir sind auch deutsches Bier gewöhnt. Also, sagen wir mal so, es ist ja so, dass Wasser momentan überall ausverkauft ist. Es gibt nichts. Es gibt kein Wasser mehr, es gibt keine Gasflaschen mehr für Grills. Die Tankstellen sind so gut wie leergeräumt. Kaum noch Brot. Das aber heißt, wir haben eine Kokosnuss. Wir haben eine Kokosnuss. Das Einzige, was uns quasi dementsprechend dann bleibt als Nahrungsmittel, Grundversorgungsnahrungsmittel der Deutschen, Bier. Bier. Was wären wir ohne Bier?
Bier. Bier und Wurst, aber Wurst gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, Wurst ist doof, weil muss gekühlt werden, dementsprechend. Bier ist ja auch isotonisch, Vitamine, ja. Hopfen, das macht satt. Genial. Also Bier ist das beste Überlebensmittel überhaupt. Das Einzige, was doof ist bei Bier, dass es warm nur semi-gut schmeckt. Ja, stimmt. Aber da muss man einfach mal durch. Richtig. Was aber sehr geil ist, warmes Bier ist gesund. Ja. Also. Das ist einfach nur ein Hopfen-Smoothie. Hashtag Healthy Life oder was? Ja, ist so. Ja. Warmes Bier, Hopfen-Smoothie. Ohne, das ist eigentlich ein sehr geiler Hashtag. Hashtag Hopfen-Smoothie. Sprich's mal aus. Kannst du dreimal. Hashtag Hopfen-Smoothie. 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 Jetzt in ihrer Saftbar. Also, zweites Zuhause hier, oder? Ja, wir stibitzen uns jetzt ein bisschen WLAN. So für ein Vlog. Aber nicht sagen. Weil die gucken schon immer komisch, wenn ich mit dem Notebook da reingehe. Ich meine, also, wir haben auch schon Mecker bekommen, dass wir mit der Kamera drin rumrennen. Also, ich habe das Gefühl, dass die inzwischen uns alle schon kennen. Ja. Und echt auf dem Kieker haben. Sie dulden es einfach nur. Also deswegen, also wir werden jetzt auch gleich erstmal wieder die Sachen unter dem T-Shirt verstecken. Ja, wir finden es nicht so damit geil. Das, damit das erstmal wieder funktioniert. Aber wird schon. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Bier. Was auch sonst. Also, überraschen mich so mit der Kamera im Gesicht. Bier natürlich. Okay, das heißt, zum Überleben, was haben wir? Wasser und Bier. Ja, und perfekt. Für Sue Starbucks. Also ich bin relativ einfach. Wasser natürlich nicht zum Trinken, sondern zum Waschen. Richtig. Und Bier zum Trinken. Trinken und irgendeiner stirbt halt mit relativ viel Stil unter der Lippe. Ich überlebe mit Bier. So, da haben wir doch mal hier eine schöne Auswahl. Du hast mir letztens gesagt, warum es hier so schöne, viele verschiedene Biersorten gibt. Ja, also weil der allgemeine Pilztrinker kennt ja das Reinheitsgebot in Deutschland. Und in Amerika gibt es das schlichtweg nicht. Das heißt, sie dürfen in ihr Pilz quasi machen, was sie wollen und das trotzdem noch Bier nennen. Und deshalb schmeckt das alles so ein bisschen anders, weil zwischen Jever und Veltin sind halt... Kommt, Leute, ey, ist kein Unterschied. Astra schmeckt so scheiße, das ist alles die gleiche Soße. Und deshalb Pilz hier... Kannst alles trinken, ist geil. Und dieses Gerücht, dass das hier alles nur Pisse ist und Wasser, das ist Quatsch. Natürlich gibt es hier auch leichtes Bier, was wie Wasser schmeckt, aber es gibt hier auch ganz normales, ganz normales Pilz. Wie zum Beispiel Miller High Life oder Busch, schmeckt auch sehr gut. Oder was haben wir noch? Hier America, das ist auch gar nicht schlecht. Muss man einfach mal ausprobieren. Oh. Wir haben jedes Mal ein anderes genommen jetzt. Ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt bei dem vierten, also bei der vierten Sorte. Ja. Das ist. Und 71%. Gleich wieder Vlog-Time für euch. Sehr gut. So, wir sind bei Publix fertig. Wir haben den Einkaufswagen voll. Wasser und Bier, mehr brauchen wir nicht. Und dementsprechend jetzt erstmal wieder zurück. Bei so einem Wetter gibt es nur eine Sache, die, sagen wir mal, diesen Bombenkörper stilllegt. Und das ist quasi eine richtig schöne Portion selbstgemachtes Eis. Eis! Deswegen, wir sind hier... Klein, aber fein, sage ich mal. Nicht weit von unserem Haus entfernt, direkt an der Hauptstraße. Der kleine Geheimtipp von mir an euch. Eis. Northwest Berry. Schaut euch mal die Auswahl an. Ja, es ist einfach viel zu viel. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr, was ich esse. Blueberry Banana allein, die Kombination ist schon legendär. Aber es ist ein Smoothie, ne? Ja, aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, oh, Frappuccino. Aber guckt mal allein schon die Waffel hier an. Die finde ich halt auch schon, die finde ich schon ein bisschen geil. Wasch eine Waffel. Der kostet die Waffe auch einfach schon $1. Und es gibt einfach mal was für Hunde. Das kann natürlich auch sein. Guti, wir suchen uns jetzt was aus. Wir retten gerade eine Schildkröte, weil sie über die Straße gelaufen ist. Los! Flieg, Schildkröte, flieg! Auch wir müssen uns auf den Hurricane vorbereiten. Dementsprechend verbarrikadieren wir jetzt einfach mal unser Haus. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Dafür brauchen wir... die Dinger. Also, los geht's! Thank you.
Das Ding ist gesaved. Wir beide sind durchgeschwitzt wie sonst was. So bei 50 Grad ist echt heftig zu arbeiten, muss man sagen. Also da ölst du echt wie ein Bär, sag mal so. Es gibt jetzt nur eine einzige richtige Möglichkeit, die richtige Erfrischung zu holen, oder? Pooli, Muli. Inklusive Bier? Bier und Pool. Geile Idee. Ja. Und auf geht's. So, wir planen unsere Henkersmahlzeit, würde ich sagen. Oder? Das wird cool. Weil da gibt es nämlich eine. Wie heißt das? Sagst du nochmal, wie es heißt? Blumen Onion. Blumen Onion. Das ist einfach nur eine riesige frittierte Zwiebel, aus der man kleine Zwiebelsticks rausmacht und die irgendwo reintunken. Das ist so die Vorspeise. Voll geil. Noch nie irgendwo anders gegessen, außer bei Outback. Wirklich, ich kenne es nirgendwo anders her. Also, Outback Steakhouse ist halt das beste Steakhouse hier in der Ecke. Also, ist auch, glaube ich, eine Kette? Ja, ist eine Kette. Aber Premium. Auch das Outback rechnet schon mit dem Schlimmsten und stellt die Stühle hoch. Also mal gucken, was hier wirklich kommt. Und hier ist sie nun, die angesprochene Riesenzwiebel, frittiert mit Soßen und ist einfach nur geil. Sieht aus wie Pommes, aber es ist Zwiebel. So, meine Lieben, es geht weiter. Frohste Fenster, oder? Ja! Hey. Oh. Haben wir eigentlich noch mehr Akkuschrauber? Nee. Das Ding ist fest, wir haben uns jetzt hier noch eine Tür gelassen, sodass wir noch ein bisschen das gute Wetter mit dem Pool genießen können. Aber so langsam bunkern wir uns hier ein. Wird spannend. Einen wunderschönen guten Tag aus dem jetzt nicht mehr sonnigen Florida. Der erste Regen kommt. Es wird immer ungemütlicher, der Wind wird stärker, der Regen wird heftiger. Publix, wo wir quasi jetzt die letzten drei Tage immer wieder unsere Lebensmittel geholt haben, macht heute um 8 Uhr zu. Erst Montag wieder auf. Das heißt, wir haben ab 8 Uhr heute Abend absolut keine Möglichkeit, mal irgendwas einzukaufen. Das geht mit jedem Laden so. Das heißt, den aktuellen Wetterbericht abgewartet und alles mitgenommen, was nur mitgeht. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass wir jetzt die nächsten paar Tage mit dem Kram, den wir haben, überleben. Wir halten euch auf den Laufenden. Ganz USA macht sich ready, beziehungsweise ganz Florida, für den Hurricane. Und wir dachten uns, was machen wir jetzt? Shoppen! Das ist halt so, jetzt kriegt man die besten Angebote. Jetzt kriegt man echt die besten Angebote, weil... Jetzt muss ich die Reste ficken. Das auch, aber ich glaube, die wissen selber, dass alles wird hier fast überschwemmt sein, die ganzen Fernseher. Das heißt, was wollen sie machen? Wegtransportieren geht nicht mehr, also rausschmeißen. Ich meine, im Urlaub braucht man immer mal einen 75-Zoll-Fernseher. Ist echt so, aber ich glaube, Action-Kameras gibt es nicht mehr, ne? Hier, alle GoPros sind, glaube ich, verkauft. Nee, doch nicht. 2,88 Hero 5 Session. Das ist ein geiler Preis, hier. GoPro Hero 5, die Session, für $288. Ganz geil. Was ist das? Liftboard. Oh! Ey, dieser Laden ist so geil. Wie heißt der Laden nochmal? Das ist der Sam's Club. Sam's Club. Heftig. Heftiger Laden, ey. Hier gibt's sowas. Ich will damit jetzt fahren. Das kostet 380. What? Ist echt so. Mal gucken, was hier noch so gibt. Der hat sogar einen Stecker. Was machst USB? Du mit dem Stecker? Ich auch sowas. Guck, hast du da einen Hebel? Ist da ein Hebel? Na, da? Digga, hier ist einfach mal Stauraum für... Kinder. Ich glaube, mit diesen Sesseln überleben wir den Hurricane. Ich glaube, wir bleiben auch weiter hier. Ja. Was soll uns hier passieren? Vom Dach noch. Hier? Stimmt. Wir haben. So mal die Position von hier. Haben wir WLAN? Weiß nicht, bestimmt haben wir auch WLAN. Und vor allem das Coole ist, wir haben sogar noch eine Schlafmöglichkeit. Wir haben echt noch, wir haben noch einen weiteren zum Schlafen. Was will man mehr? Deiner ist mehr so flauschig. Ne? Ich stehe eher auf das hier. Also das ist halt überragend hier. Ich find das hier eher geil. Ich mag festes Leder. Ich mag ja gern weich. Ich stehe eher auf festes Leder. Bin ich ganz ehrlich. Ich mag das, wenn man so. Vor allem im Sommer ist festes Leder auch geiler. Aber das ist schön kalt, weißt du? Ja, Im ersten Moment ist das richtig geil kalt. Im zweiten halt auch nicht. Ja, und ich würde den ja ausbauen. Für mich wäre ja hier
flächig. Ja, Fläche ein. Und auf der anderen kommt dann direkt die Xbox rein. Ja, hier dann, kühlen. Falls du irgendwie doch eine CD reintun möchtest, kannst du quasi direkt hier die CD reinpacken. Also ich würde immer hier Notfallbier drin haben. Und hier direkt, also hier Notfallbier und hier Regular. Ja. Guck mal, was man noch zum Überleben findet, oder? Ich bin gerade richtig entspannt. Ich glaube, ich kaufe mir eine GoPro. Kostet ja nichts. Kostet echt nichts. Nee, eine Session für 288, 4K-Aufnahmen. Wir müssen mal gucken, wie teuer die wirklich ist. Ja. Aber wir haben ja WLAN. Ja, dann guck mal. Also dann schon hoch. Wie klappe ich das wieder ein? Oh, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Okay, wieder eingeklappt. Nee, doch nicht. Jetzt. So, Henkers Mahlzeit? Ja, ich würde sagen, kurz bevor wir der Sturm hier alles weghaut, gehen wir noch einmal zu Checkers. Weiß noch nie. Daniel auch noch nicht? Doch, ich war hier schon ein paar Mal. Warst du auch schon mal? Okay. Ist wirklich Oldschool-Fashion. Ja, also es gibt, man setzt sich auch nirgendwo rein, man setzt sich nur draußen hin oder man bestellt es mit dem Auto. Und hier gibt es wohl Hamburger und Milchshake. Und Ich habe Bock auf Hamburger und Milchshake. Köstlich. Das ist Checkers. Strawberry Milchshake, ganz klassisch. Und gleich gibt es einen Bacon-Checker-Burger. Voll geil. Ich habe richtig Bock drauf. 400 Kalorien oder sowas. Ich weiß nicht. Wie viel? 410? 490. Gönn dir. Sturm. Fuck you, you fucking fuck. Echt. Scheiß Irma. So, das ist jetzt die letzte Aufnahme aus dem Haus. Ja. Das ist das erste Mal, dass du siehst, ne? Nee, ich hab schon ein paar Mal gesehen. So, das Haus ist dicht. So wie ich sag mal so. Fall nicht im Pool. Das ist natürlich jetzt auch noch richtig. Das wäre geil, so auf dem letzten Meter einfach mal im Pool fallen. Aua, mein Leben! Ich wollte gerade sagen, wir haben eigentlich alles verloren außer unseren Humor. Ja. Nein, doch. Noch haben wir alles. Wie gesagt, das Niveau haben wir zu Hause gelassen. Na, das mussten wir quasi direkt beim Gepäckschalter aufgeben. Ja. Nee, das ist jetzt das letzte Mal. Wir evakuieren quasi jetzt das Haus und fahren nach Sarasota. Das ja, ist von, keine Ahnung. Das ist von hier aus eine gute Stunde nördlich, ein bisschen ins Landesinnere rein und hoffen, dass wir da... trocken bleiben. Na sicher vor allem, ne? Ich wäre trocken, fände ich schon ganz trocken geil. Trocken wäre geil. Auf jeden Fall, ab jetzt kein Internet mehr, kein Strom mehr. Das heißt, das sind die letzten zwei Akkus, die jetzt hier laufen. Ja, und eine Powerbank. Und eine Powerbank. Und ein Notebook habe ich auch noch als Powerbank nutzbar gemacht. Das haben wir auch noch. Und, was haben wir noch? GoPro, drei Akkus. Drei Akku GoPros, ja, ich glaube, ich habe auch noch vier kleine Powerbanks fürs Handy. Also ein bisschen ausgestattet sind wir. Wir haben noch genug Wasser im Auto. Das Auto ist rappelvoll. Mit Essen. Alles. Also wir haben gefüllt nur Essen dabei. Essen, trinken, wir haben zwei halbvolle Gasflaschen. Mhm. Bisschen was zum Pennen. Also wir hoffen mal, dass das gut geht. Das wird geil. Es wird halt einfach mal Survival-Modus, ne? Ja, ab jetzt ist Survival. Ja, wenn ja. Das Internet weg ist, ab da ist für mich Survival. Okay. Sehr gut. Aber ich hab fast jede Folge Bear Grylls gesehen. Das heißt... Das Ding ist, ich habe auch jeden einzelnen... Also ich bin ja Walking Dead Fan, ich habe alle Walking Dead... Ja, das ist ja scheiße. Nein, Bear Grylls, das ist der echte Deal, weil da geht es um auf echte D-Max, Menschen. Und auf D-Max halt alle möglichen Survivor-Sachen, ne? Also, ja, du brauchst nur Bear Grylls gucken, das ist der Beste. Wir schaffen das. Für alle da draußen, nur Bear Grylls ist der cool. Wir melden uns, sobald es wieder geht, also reingehauen und wieder schauen. Tschüdelü. Das Cinematic hier nochmal. So, Claudius versucht die Strecke zu Fuß zu machen. Ich meine, ich glaube, ihr hört es, dass es schon ein bisschen weniger wird. Man merkt, dass es kommt. Also, und dass er halt schon wenigen Minuten, es war gefühlt vor 10 Minuten, was noch windstill. Wir sind nur noch draußen. Es kommt. Jetzt haben wir auf einmal Ostsee, ne? Jetzt haben wir auf einmal Ostsee. Nur im Warm. Ich wollte gerade sagen, nur Ostsee im Warm. Und ja, es kann uns eigentlich nichts passieren. Also, was soll denn passieren? Wir haben den G20 überlebt. Was wollen sie machen? Wollen sie uns feuern? Okay. Wollen sie uns verklagen? Ach, immer. Das ist schon eine coole Sau. Immer die Hure. Ist immer eigentlich männlich oder weiblich? Das bleibt dir überlassen. Aber ich glaube, Harry sind immer männliche Namen, oder? Nee, oh, nee. Immer, Katja ist ja auch. Katja immer ist im Wechsel, auch. Das ist das doch, ne? Immer müsste jetzt weiblich sein, weil danach kommt José. Ja, aber davor war Katja. Das ist doch der andere, oder war Katja danach?
Ich weiß es nicht. Ist auch eigentlich egal. Was sagen? Ist ein Hurricane. Das hat kein Pimmel oder eine Bank. Ein Loch ist ein Loch. Ein Loch. Ein Loch ist ein Loch. Loch. Ich gebe ab. Ja, hallo. Wer spricht denn da? Sie haben geläutet. Aber ja. Ich sitze hier ein bisschen auch im Darkroom, ne? Also. Ja, so ein bisschen. Hier ist sehr. Also ausgeleuchtet ist hier nicht so wirklich. Links abbiegen. Dicker, Olga rastet richtig sofort aus. Sofort rechts abbiegen. Vor allem sofort rechts abbiegen. Es gibt genau eine Straße hier, also ist jetzt nicht so schwer. Jetzt rechts. ich habe gestern nochmal geguckt, ob das richtiger Sprit war, was wir getankt haben. Und? Ja, bisher wenig an Autos getestet worden. Okay. Ist aber hauptsächlich für Sportboote und Jetskis und so ein Scheiß. Ach, easy, dann passt das locker hier rein. Also es ist einfach nur kein Ethanol drin. Demnächst ja, perfekt. Links abbiegen. Recreational Fuel haben wir nämlich getankt in diesem Auto. Also die Hälfte. Das war das Letzte, was wir drin hatten. Ja. Aber theoretisch, also wenn das ein Sportboote kommt, dann können wir jetzt quasi schwimmen mit dem Volvo. Nach 200 Metern. Ab ins Wasser! Wir haben jetzt halt einfach, wie heißen die? Amphibien. Wir haben jetzt ein Amphibienfahrzeug. Amphibien-Volvo. Du musst nur richtig den Sprit tanken, auf einmal fliegt oder schwimmt dein Auto. Je nachdem, was du getankt hast. Ja, aber jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal 59 Kilometer fahren. Ha, weil wir haben es nicht auf Kilometer umgestellt. Weil wir sind die Coolen. Vielleicht sehen wir ja coole Sachen auf dem Weg. Und dann filmen wir die natürlich. Aber jetzt erstmal warten angesagt. Und Daniel fährt. Und ich warte. Und Sue auch. Aber Daniel fährt. Ich will auch warten. Hi. Hallo, liebe Porno-Freunde. Es ist soweit. Ja. Wir sind angekommen. Wir haben Auto schon ausgeladen. In Sarasota. In Sarasota. Bei unseren Good Old Germany Friends. Ja. Ganz liebe Grüße an, an die da sind. Kiesleben Familie. Und jetzt drücken wir hier diesen Knopf, weil die Arbeit ist erledigt. Jetzt holen wir uns Footy. Nee, doch, aber ich habe ein bisschen Hunger. Ich habe noch ein Stück Pizza, das möchte ich noch essen. Und ja, jetzt heißt es nur noch abwarten. Heute Abend wird es noch Ström geben vielleicht. Vielleicht kriegen wir auch Free Wine. Gucken, ob wir noch was hochladen können. Ja. Vielleicht schaffen wir doch noch einen Vlog heute. Ich weiß ja nicht, wie das Internet. Wir müssen schneiden, ne? Ja. Also solange Strom ist, auf jeden Fall alles aufladen, was wieder geht. Ostsee. Also jetzt gerade ist Ostsee. Kannst du bitte einmal hier in die Straße nochmal reinfilmen. Natürlich. Ohne Scheiß. Das sieht ja aus. Das ist einfach Desperate Housewives, diese ganze Straße hier. Diese ganze Straße sieht aus wie eine Kulisse für Desperate Housewives. Unglaublich. Echt krass. Ich meine, man sieht halt auch gerade wirklich, was hier passiert. Also, ja. Wenn man nochmal jetzt hier dahin fährt, strahlender Sonnenschein und da kommen die Ausläufe. Und aber es ist wirklich das Witzige, der Wind weht in eine andere Richtung, als die Wolken sich bewegen. Ja, das stimmt. Also, Ich hasse das Wort spannend. Wenn Leute sagen, es wird spannend. Aber es ist ja, wie würdest du es denn sagen? Ja, aber guck mal, das ist spannend. So, das ist spannend. Ja, aber genau so wird's ja. Meinst du, der Wind kommt so? Das ist spannend. Also das ist spannend halt aufregend. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, es ist aufregend. Ich bin für eine Initiative gegen spannend. Okay. Oh, Sirenen. Man hört auch oft Sirenen, aber irgendwie machen die nichts. Die Sirenen? Die fahren einfach nur immer hin und her. Ich wollte gerade, die wollen einfach nur ein bisschen Stress verbreiten. Ja, ich find's cool. Nicht. Hätte ich es gewusst, wäre ich nicht geflogen. Nein. Ah, also. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was passiert. Bevor wir nicht wissen, was heute überhaupt passiert, beziehungsweise morgen, kann ich noch gar nicht entscheiden. Weil es kann auch sein, dass einfach hier gar nichts passiert und wir einfach morgen halt ein nasses Auto haben. Ja. Von außen aber auch nur. Richtig. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und mit ganz viel Pech stehen wir morgen genau wieder hier so. Ja. Und das Auto ist nicht da. Der Volvo, man sieht nur noch wie bei so einem Hai. Daher kommt auch der Name, die Haifischflosse da oben drauf. Weil man sieht nur noch das. Und dann wir haben gerade den kompletten Wagen ausgeladen, um alle unsere Sachen quasi oben in unser Stock 2. In unseren zweiten Stock zu bringen, weil wir davon ausgehen, dass der Wagen so hoch ist, dann mache ich Volvo-Surf. Dass der Volvo nachher nicht mehr stehen wird. Aber das ist Worst Case. Nein, Worst. Wurst Case ist, wenn wir tot sind, aber nein, davon reden wir nicht. Oder Wurst. Was für eine Wurst. Guck mal, der Adler, der steht einfach in der Luft gerade. Jetzt fliegt er ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kriegst, aber. Nee. Also ein bisschen. Aber ist halt echt. Ja. Ist egal. Ich habe kurz das schöne Wetter gefilmt. Der macht so.